Wir können den Fall abschließen und haben ein schönes Wochenende. Ich wollte mit Christine ins Kindermuseum gehen. Du wolltest? Ja. Aber ich habe gedacht, dass wir vielleicht auf den Rummel gehen und das nochmal versuchen. Wieso? Ich habe dir doch gesagt, das gefällt dir nicht. Ich weiß, aber vielleicht ist es etwas anderes, wenn ihr Vater dabei ist. Willst du sagen, ich kann nicht richtig mit meiner Tochter umgehen? Eine Sekunde, so. Das war keine einfache Zeitbuch. Jetzt geht das schon wieder los. Was meinst du mit was? Du bist nicht mehr auf der Flucht. Verstehst du, Bones? Du bist wieder da und ich bin ein Teil deines Lebens. Vergiss das bitte nicht. Das ist schwer zu vergessen. Na toll, was soll das nun schon wieder heißen? Ich werde da nicht drauf eingehen. Du bist wütend. Natürlich bin ich wütend. Wärst du nicht wütend? Ich habe versucht, dich zu verstehen. Es ist so, als ob du dir wünschst, noch auf der Flucht zu sein. Sei bitte nicht lächerlich. Oh Gott, vielleicht versuchst du einfach mal die Dinge von meinem Standpunkt aus zu sehen, aus meiner Sichtweise. Denn da ist das alles gar nicht mehr so rosig. Denn so wie ich das sehe, werde ich die ganze Zeit ausgeschlossen. Ich werde dich nicht streiten. Wir reden, wenn du wieder fähig bist, rational zu denken. Nicht einfach die Sache abwürgen, nur weil du Angst hast zu streiten. Darauf gehe ich nicht ein, Booth. Oh, gut, das war's. Klar, das war's. Lauf einfach weg, versteck dich hinter deinem Superhelden und geh dem ganzen Mist aus dem Weg. Sich wie ein Erwachsener zu verhalten, heißt nicht, sich zu verstecken. Weißt du, du wirst ihm früher oder später ins Auge sehen müssen. Sag nicht, wie ich zu leben habe. Wir sind nicht verheiratet. Wir sind beide freie Menschen und ich bin alleine sehr gut zurechtgekommen. Bitte? Bitte! Bitte! Hey, ist alles in Ordnung? Nein. Nein. Wo haben Sie Ihre Bauschütte? Das ist ein sehr gefährlicher Bereich, da kann ich Sie unmöglich hinlassen. FBI! Wütendes FBI! Ich darf da niemanden... Hey, wo wollen Sie hin? Wer auch immer Richard Bartlett ermordet hat, konnte die Leiche, ohne gesehen zu werden, jederzeit problemlos nach 18 Uhr hierher bringen. An jedem der gestapelten Gefäße sind Stoßkanten, genau wie Treppenstufen. Diese Schütte könnte definitiv die Verletzungen verursacht haben, die an der Leiche gefunden wurden. Ich muss mir das näher ansehen. Das hier ist meine Anlage. Ich bin verantwortlich dafür. Sie können da nicht reingehen. Er hat recht, du kannst dich nicht an irgendeiner Bauschütte abseilen. Er könnte der Mörder sein, Booth. Er hat bereits zugegeben, dass Bartlett ihn verklagt hat. Halt einfach meine Füße fest. Nein. Gut, da ich ein freier Mensch bin und alleine handeln kann, werde ich es ohne deine Hilfe tun. Ich sehe nicht dabei zu, wie sie sich umbringt. Einen Schritt weiter und ich erschieße sie. Oh, Bones! Nein! Lass mich nicht los! Das werde ich nicht, Bones! Ich sehe Blut und Gewebe. Was? Hier ist er gestorben.